Hallo Leute, willkommen zurück zu Minecraft Live in the Woods. So, ich guck mal, wie weit jetzt Eisen. Okay, wir haben wieder genug Eisen, das ist erstmal wunderbar. Eine Schaufel habe ich mir schon gemacht und wir haben beim letzten Mal die Goldschaufel ja kaputt gebuddelt. So, ein bisschen aussortieren möchte ich auch nochmal gerade. Schneeball, was will ich damit? Und wir haben ja Eichenholz gemacht. Haben wir das schon gechiselt? Ach, da sind wir ja stehen geblieben. Wir haben keine Chisel. Deswegen gebe ich jetzt hier mal ein, diesen Meißel. Der ist das, der dicke, okay. Und jetzt gucke ich doch mal, ob ich den irgendwo noch drin habe. Da sieht es nicht so aus. Da ist er doch. Sehr gut. Ja, beim letzten Mal war Ende des Parts, da war ich aufgeregt. Nein, Quatsch, keine Ahnung. Da war es mir jetzt eigentlich egal. Das ist so ein blödes Geräusch, ne? Vor allem, es kommt immer aus so... Wenn ich so da hinschaue, höre ich das bei meinem Headset, diese... Da. Dass da irgendwas passiert. Deswegen drehe ich mich immer um, wenn ich nicht dran denke, dass da jetzt ein Ton total verkehrt ist. Was ich direkt mal nachschauen muss. Ich glaube, habe ich schon, oder? Dieses Builders-Vent-Tool gibt es hier nicht. Gut. Da brauche ich ihn nicht einzeln setzen. Manche kennen es vielleicht von euch. Ein ziemlich cooles Bautool ist das. Also wenn ich das... Das ist so ein Zauberstab, so sieht das aus. Mit so einem Stern oben drauf. Wenn ich dann mal angenommen, der ist das, hier draufklicke, dann würde er jetzt die... Und dann einen Rechtsklick machen. Dann würde er die ganze Reihe mit diesem Stein setzen, sofern ich es im Inventar habe. Und dann könnte ich jetzt bim, 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 Reihe für Reihe hier hinbauen. Für die, die es nicht wissen, einfach auch mal nachgoogeln. Ich kann das ja jetzt hier leider nicht vorstellen, weil der nicht drauf ist. So. Jetzt klingt das, als würde das von da kommen. Ja, das ist halt ein bisschen, ne? Ja, fertig. Und ich weiß noch gar nicht, was hier rein soll. Und dann geht es weiter. Und dann sind wir auch schon draußen. Und dann würde das bedeuten, geht der Aufbau oben los. Das soll ja so ein Turm werden. Und vielleicht so mit dem Innenhof. Das soll alles sich so hier in diese Welt einfügen. Auch. Ganz klar. Und da hatte ich eigentlich vor... Ja, das ist wieder Sortierkram. Das lasse ich jetzt. Warte mal, Leder. Und warte mal, Weizen. Und warum gehe ich runter? Die Kühe sind doch jetzt oben. Habe ich denn... Ich habe gar keinen Aufgang mehr jetzt, ne? Der war ja mal hier. Verdammt. Ey, wisst ihr was? Dann machen wir doch jetzt hier direkt weiter. Damit ich dann einen Aufgang nach oben habe. Jetzt werde ich wahrscheinlich wieder hier runterrennen, um immer zu gucken... wie ich das gemacht habe, damit das komplett gleich ist. Aber, na gut, im Prinzip drei breit. Aber die Höhe, ne, da weiß ich jetzt nicht genau. Oh, ich hasse es einfach nur, diese Blöcke. Aber dann, wenn ich das habe, dann brauche ich nach oben ja erstmal keine Blöcke mehr wegbauen. Dann kann ich komplett frei bauen. Ist das nicht toll? Ich finde das toll. Außer wenn ich jetzt noch einen Keller... Aber warum soll ich eigentlich noch einen Keller bauen? Ich meine, unten, klar, ein bisschen so den Technikkram, das bisschen was geht. Warte, das war Birkenholz. Ich nehme den mal weg. Warte, so, jetzt, genau, das meine ich jetzt. Wie hoch hatte ich es denn hier? 1, 2, Moment, das ist irgendwie blöd zu zählen. 1, 2, 3, 4 hoch. Ich hier reingehe 4 hoch, also 1, 2, 3, 4. Oh nein! Hallo? Verschwinde.
Ich hoffe, das fließt jetzt hier komplett einmal runter, ne? Boah, die Fackel bleibt stehen. Ach so, berührt es gar nicht. Wollte schon sagen. Das kann doch gar nicht gehen. Aber du kannst schon aufhören zu fließen. Habe ich da nicht richtig getroffen? Och. Ach, da war selbst eine Quelle drin. Okay. Ist jetzt gerade nur ein bisschen doof. Warte mal, ich gucke mal, ob ich irgendwie da oben hinkomme, ohne... nee, komme ich nicht. Dann müssen wir das jetzt erstmal zumachen hier. Oh, I singing in the rain. Nee, mach ich nicht. Keine Angst. Moo. So, alles klar. Und wo ging es jetzt runter? Hier. So, also 4 hoch. Moment, habe ich Weidenholz am Start? Die Wand und dann kommt schon Decke. Also die Decke ist dann 5 hoch. Okay, hier geht es auch 1 rein. Das muss ich mir merken. Das Holz habe ich doch schon da. Ist so Zeit, dass ich umlage, aber ich mache es ehrlich gesagt lieber offscreen. Ich habe da einfach beim letzten Mal hier schon für so mega lange rumgehangen, weil ich weiß einfach nicht, wie viele Materialien kommen noch hinzu. Und dann, ich will es schon so ein bisschen sortiert haben. Vielleicht macht man es einfach, dass man das alphabetisch sortiert. Kann man das dann nicht hier irgendwie noch eingeben? Sortierungsregeln. Oh, Alter. Da geht hier direkt die Config auf. Keine Ahnung. Itembaumdatei. Oh, da geht schon wieder die Config auf. Zum Glück habe ich jetzt OBS zum Aufnehmen. Sonst wäre die Aufnahme gestoppt. Also so. Eins, zwei, drei, vier. Ne, da muss keiner rein. Genau, und die Treppe ist dann 1. Ich glaube, das gibt Probleme hier nach unten. Ja. Yeah. Wie mache ich denn das? Wenn ich da jetzt die Treppen drauf packe, ne? Nein. Nimm doch das richtige Holz. Das gechiselte. For chisel. So geht es nicht. Och, Entschuldigung. Leute, das passiert mir so oft, ey. Und ich vergesse das auch meistens rauszuschneiden. Ich meine, ist ganz normal, ist menschlich, dass man niest. Aber warum vergesse ich es rauszuschneiden? Ah. Ja, ich bin... Meine Nase ist leicht reizbar. Ich niese schon recht schnell. So, warte, was wollte ich jetzt genau? Ich wollte mal was probieren. Und zwar, wenn ich die baue, gehen die auch zu chiseln? Nee. Aber, wie sieht es denn aus, wenn ich die dann einfach nur verkehrt herum da oben reinpacke? Ey, wie habe ich denn die Birkenholztreppen dann gechiselt? Oder sind das die ganz normalen? Die müssen doch dann so aussehen. Wobei doch... Nee, die Textur ist schöner von denen. Das sind auch die ganz normalen, aber das ist ja ist viel weicher. Das passt dann schon zu dem weichen Boden irgendwie. Nee, warte mal. Da haut man sich doch den Kopf ein. Ich meine, es geht, aber es sieht auch nicht aus. Dann folgendes. Wo ist die Baukiste? Eigentlich ist dir das schon gerade gewesen. Da habe ich noch Holz drin und da auch noch. So. Haben wir denn dieses helle, schöne Holz? Birkenholzbrett 1. Was will ich damit? Egal, dann heben wir jetzt erstmal den Treppenaufgang weiter aus.
So, und hier ist ja die... Wobei, Deckel, na, ist gut gesagt, ne? Ich mach die jetzt erstmal rein. Das Treppenhaus geht ja da weiter hoch. Später. Oh! Kommst du denn schon wieder her? Ich hab echt immer so ein Lichtproblem. Boah, ja, der kommt von oben noch hier, so ein Frankenstein. Verpiss dich. Und der nächste, Kopflose. Boah, wir gehen aber schnell hier rum. Na du... Oh, jetzt habe ich da rechts neun gehört. Bim, bim. So, Moment, wartet, wartet. Ja, ihr seid eh alle blöd. Hey, da hat mein Dreck geklaut. Du Dreckfetischist. Was hat der gedroppt? Eine Kartoffel. So, erstmal zu. Oh. So, und dann... Hier, ich glaube, das müsste jetzt so richtig sein. Auf der Treppe ist noch die normale Höhe. Hey. So. Du bist der König der Untoten, oder was? Und bist gerade gestorben. Hat mir aber seine Krone nicht gedroppt. Ach, guck mal, hier ist schon dunkel in der Ecke irgendwie. Oder täuscht das? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das später beheben soll. Also dieses Lichtproblem. Weidenholz. Ich gehe mal ins Bett, ne? Und ich habe auch Hunger. Holen wir uns noch so einen kleinen... Kleines Abendbrot. Ja, lass dir ruhig Zeit. Man soll ja gemütlich essen. Alles andere könnte den Magen reizen. Den kompletten Verdauungstrakt stören. So. Jetzt gucke ich mal nach Birken. Ja, da. Wobei, Birke? Die habe ich doch zuletzt richtig oft abgebaut. Wofür habe ich die denn? Ich bin doch beim letzten Mal da rumgelaufen, da hinten. Seitenausgang. Ja, ne? Das sind aber Birkenholztreppen. Ey, da muss ich doch da irgendwo drin haben. Ja, das ist so Erdekram. Oh, gib mir das wieder. Aber Erde, da kann ich die Erde hier gleich reinpacken. Auch Loamy. Da ist kein Birkenholz. Ich hab, irgendwo muss ich doch Birkenholz haben. Das habe ich doch so viel geholt beim letzten Mal. Ich weiß gar nicht mehr wofür. Ihr wisst es bestimmt, ich habe Kurzzeitgedächtnis. Ich habe momentan einfach sehr stressig bei mir. Ihr merkt es auf jeden Fall immer dann, wenn ein Part ausfällt, was ich eigentlich nicht möchte, aber es ist... Geht halt manchmal nicht anders. Ach, das habe ich auch schon mal probiert. Ich probiere alles doppelt, ne? Auf Nummer sicher gehen. So, warte. Können wir gleich alle bauen. Na, dann auch gleich hier rein. So, und... So, oh, da packen wir Weidenholz rein. Weide! Ich denke, ich lasse das dann jetzt hier einfach so. Und von unten ist das dann eben genau wie... Ich meine, hier unterscheidet es sich ja auch, ne? Das lasse ich jetzt so. Ist ja auch mal was Neues, so habe ich jetzt zum Beispiel auch noch nie gebaut. Oh, guck mal da. Da hat sich noch einer reingeschlichen, du. Oh, wie die ausrastet, ne? Komm mal runter. Oh, warte, drei, ne? Drei Stufen.
Ja, drei. Aller gute Dinge sind drei. Zock, zock, zock. So. Hui. Na du? Kommst du nicht rein? Bist viel zu fett dafür. Blöde Spinne, ey. Eigentlich finde ich Spinnen ganz cool, so. Das sind sehr nützliche Tiere. Wobei, das soll nicht heißen, ich habe was gegen Tiere, die irgendwie nichts nützen. Irgendwie haben sie ja schon alle so eine Daseinsberechtigung. Die ganze Evolution überlebt bis heute. So, warte mal. Also, ich habe dann hier bei der Stufe, wenn wir den hier wegzählen, 1, 2, 3. Ne, 1, 2, 3. Also auch 4 hoch dann. Ich habe ja gesagt, ich renne wahrscheinlich jetzt immer wieder runter und check das immer wieder nach. Wie viel Abstand und sowas alles. Ah, da war noch Level oben. So. Nein, 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 nein. Erstmal will ich es doch mit denen bauen. Und dann reiße ich es eh wieder ab. Wahrscheinlich, wenn ich dann die Stufen zur nächsten Etage baue halt. Guck mal, dieser Level da oben, ne? Jetzt kommt! Juhu! Aber Leute, ich denke, hier bin ich erstmal raus. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut drin, bis dahin. Tschö!